Yeah, hallo Freunde, willkommen zurück zu GTA Online. Die letzte Aufnahme habe ich ziemlich abrupt beendet. Ja, ich habe einen wichtigen Anruf bekommen. Von der Zeit her hat es aber gepasst, dass das von der Länge zwei Folgen sind. Deswegen bitte nicht wundern, dass das so schnell ging mit tschö, bis dann. Und, oh, war das fies. Ja, und da ich aber hier schön mit den anderen beiden ja schon hier gut spielen konnte vorher, war ja auch ein cooles Rennen vorher, habe ich gedacht, mache ich hier direkt weiter und ja, mein Anruf war dann auch um. Deswegen habe ich direkt einfach mal die Aufnahme mittendrin im Rennen gestartet. Oh nein, ich bin falsch abgebogen. Ganz schön schnell der Wagen. Ganz schön ab geht's, die Post. Ah, keine Palme mitnehmen oder so. Hier so ein Baum oder so, wäre nicht toll. Den ersten kriegen wir wohl nicht mehr. Oh, wir müssen uns eher Sorgen machen um den, der hinter uns ist. Aha! Du bist falsch gefahren, du bist falsch gefahren. Das ist schon mal gut. Dann kann ich mich doch jetzt mal ein bisschen auf den ersten konzentrieren. Position 2 von 3. Wir wollen noch nicht wieder Zweiter werden, aber das war jetzt auch ein bisschen unvorbereitet. Ich habe, glaube ich, so eine Sekunde, zwei Sekunden später Gas gegeben. Warum ist denn der so schnell hinter mir? Oh, der andere wartet. Boah, das ist fies. Das ist echt fies, mit den Karren einem hinten reinzufahren. Da fliegt man aber dermaßen weg. Ja, warte ab. Ihr macht auch Fehler. Siehst du? Oh, man kann durch die Büsche durchfahren. So leicht gebe ich nicht auf. So leicht mache ich euch das nicht. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Nein, den kriegen wir nicht mehr. Toll, jetzt habe ich den Fehler hier gemacht. Immer diese dämlichen Kanten. Oh nein. Ja, ich weiß, falsche Richtung. Okay, das habe ich vermasselt. So, jetzt ab ins Ziel. Geschmeidig. Mit erhobenen Hauptes. Dritter. Na, dritter Platz ist doch gut, oder? Normalerweise ist das gut. Zumindest wenn 20 Leute mitmachen. Jetzt ist es ein kleines bisschen erbärmlich. Aber gut, Geld ist Geld. Und auch Erfahrungspunkte haben wir dafür bekommen. Ich fand es trotzdem gut. Jetzt möchte ich was aussuchen. Ich möchte was aussuchen. Was aussuchen? Hier, komm. Wir machen mal von dem hohen Berg so einen schönen Fallschirmsprung. Ein Hang zum Runterstürzen, bitte. Hm. Mal schauen, was er ausgewählt hat. GTA Online, kein Kontaktsport. Rennfahren wird endlich wieder zu einer Angelegenheit. Okay. Ich muss unbedingt üben, viel schneller zu lesen. Oh, cool. Er hat es auch gewählt. Sehr gut. Das konnte man ja jetzt nicht erkennen, was der Letzte gewählt hat. Ja, das war wohl doch nicht deren Wahl. Schade. Na gut, dann machen wir mal hier so einen Schnellstart. Laden wir mal ein paar Spiele ein, ansonsten mache ich wieder alleine. Fallschirmspringen geht auch alleine. Nur du und ein dünnes Stück Stoff gegen die Welt von Mutter Natur. Aus 3425 Fuß Höhe
schlängelst du dich die Abhänge des Mount Chiliad herunter. Das hört sich doch nach Spaß, purer Natur. Da ist unser wieder unser Johnny Striker. Wir sind anscheinend immer noch in derselben Sitzung. Ich weiß gar nicht, oder kann das sein, dass der, ich habe dem nämlich eine Freundesanfrage geschickt gestern. Ich fand das ganz lustig, obwohl wir uns gegenseitig niedergemetzelt haben und er mich 20 Mal öfter niedergemetzelt hat. War es ganz lustig. Und es kann sein, dass er meine Freundschaftsanfrage, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, angenommen hat. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt immer eingeladen. Naja, da ist jemand auf Abruf. So, wir warten noch ungefähr 10 Sekunden. Ab jetzt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und drücken auf Spielen. Hast du nochmal Glück gehabt, Freund? Hast du Glück gehabt? Er ist im Spiel beigetreten. Zu zweit Fallschirmspringen. Das erste Mal. Dann, oh, wir haben 14.000 mittlerweile. Da können wir doch mal 200 riskieren. Und wir sind bereit zum Spielen. So, gleitet durch die Kontrollpunkte, um Punkte zu halten. Trifft das Zentrum. Ja, ja, okay. Und go, 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 go. Zieh am Schirm. Ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war gut. Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Ah, super. Er hat wahrscheinlich wieder so ein Hightech-Professional-Super-Gleitschirm. Wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Ist der da abgestürzt? Ah, er hat Selbstmord begangen. Das ist ja lustig. Da muss ich jetzt ja nur noch das Ziel treffen, um Erster zu werden. Haha, ganz schön cool. Okay, das kriegen wir hin. Kamikaze. So, einmal hier um den Baum nochmal schlängeln. Okay, jetzt nicht zu tief kommen. Da war irgendwas. So, und jetzt zielen, ne? Oder noch ein bisschen gleiten, noch ein bisschen gleiten. Zielen. Yeah! Ist das nicht eine Punktlandung? Freunde. Ja. Ich glaube, mein Spieler hat noch nicht gemerkt. Er guckt sich gerade um, wo der andere bleibt. Aber ich muss dir was sagen. Er ist tot. Er hat sich umgebracht. Und deswegen sind wir Erster. 175 Punkte, 1 Minute 18. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Kein Vergleich. Aber wieder 3.000 mehr auf unserem Konto. Und schon bald wie die nächste Stufe. Wieso habe ich keine Haare auf dem Kopf auf diesen Bildern? Das regt mich auf. Echt, ich bin extra zum... Ich dachte, vielleicht liegt das, weil ich die Frisur lange nicht geändert habe. Jetzt war ich aber beim Friseur die Tage. Und, oh, wir machen mal ein Radrennen, oder? Komm, bitte. Mach ein Radrennen mit mir. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Nein, er möchte nicht mit mir radeln. So, dann machen wir mal einfach mal einen Schnellstart. Und... ja, wir gucken mal, wir warten einfach mal so wieder so 20 Sekunden oder so. Wenn dann keiner kommt, gehen wir raus. Was haltet ihr davon? Denn alleine rumradeln? Ab ins Gelände, hauptsächlich durchs Gelände und hauptsächlich bergab. Okay, bergab geht es mit den Fahrrädern durch die Ölfelder von El Burro Heights im Osten von Los Santos. Ein Punkt-zu-Punkt-Rennen auf einer Schotterpiste hoch über der Stadt. Okay, das hört sich gut an, bergab, also das heißt, cool, und es ist sogar einer beigetreten, also das heißt, das Rennen wird stattfinden. Komm, Johnny. Johnny
nimm doch mal einfach mal an. Ja. Vielleicht habe ich. Vielleicht hat der Respekt vor mir, Alter, oder was? Hat der Respekt? Ich weiß es nicht. Okay. Na gut. Damit das Ganze hier nicht zu lange dauert. Mann gegen Mann, Fahrrad gegen Fahrrad. Wir spielen. Oh, bei dem Radrennen haben wir Zugang zu Hubschraubern, Booten und so weiter. So, was nehmen wir denn dann dafür? BMX? Bipped Rod? Hier, wir nehmen so ein Tricycle-Rennrad. Nee. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Schwarz, Stahl, Silber, Rot. Oh, heißes Pink. Yeah, heißes Pink. So, 16.000. Dann können wir ja auch 300 wetten. Denn umso reicher wir sind, umso mehr können wir mit dem Geld um uns herum schleudern, es rumschmeißen. Es war doch die Rede im Prospekt von bergab. So, ich bin mal gespannt. Ich bin in GTA wie oft Fahrrad gefahren? Naja, ich weiß nicht. Ihr kennt im Singleplayer... Ja, ist klar. Ah, der hat ein Rennrad, der... Mistkerl. Im Singleplayer bin ich mal die Mission, wo der Michael mit seinem Sohn fährt zum Pier. Rad gefahren. Dann bin ich mal so Rad gefahren. Das war's. Oh, es geht bergab, es geht bergab. Wow. Na komm schon, ich glaube, fürs Radrennen habe ich zu wenig Erfahrung, aber es ist lustig. Der Stick, finde ich, müsste ein bisschen, das müsste ein bisschen feinfühliger, oder eher gesagt, dürfte nicht so feinfühlig sein. Man muss schon sehr aufpassen, wie man den hier links und rechts bewegt. Oh nein, hauptsächlich bergab, haben sie gesagt. Hauptsächlich, was ist das? Das ist doch nicht bergab. Man sieht, dass meine... ich glaube, ich habe meine Skillpunkte auf Radrennen vergessen zu skillen. Der ist weg, der ist sowas von weg. Und jumpen. Oh, das war ein guter Jump. Das war ein guter Jump. Oh, jetzt... Nein, nein, ich verfehle die... Okay. Naja. Ich bin sowas von aus der Puste. Ich habe gerade noch so über den Zaun geschafft. Damn. Na, ich komme den Berg nicht hoch. Okay. Ich werde mal ohne eine Aufnahme, glaube ich, meinen Radskill skillen. Ja, meine Fahrradeigenschaften. Ich habe ja gar keine Ausdauer. Das gibt's ja gar nicht. Der ist ja schon, wer weiß wo. Ja, der hat bestimmt so ein E-Bike. So ein modernes E-Bike. Ich lasse mich einfach rollen jetzt. Bringt ja gar nichts, wenn ich die ganze Zeit auf A drücke, wenn ich eh keine Ausdauer habe. Komm, 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 wir müssen da rüber. Yeah. Ich hätte auch ein Rennrad nehmen sollen, glaube ich. Das macht schon einen Unterschied. Aber ich habe mir gedacht, ja, hier so... Oh, oh. LKW. So, hier müssen wir auch springen. Ja, hier auch. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, noch nicht mal ins Ziel gekommen. Nie beendet. Nein, er ist nie mit dem Rad ins Ziel gekommen. Naja, wenigstens ein bisschen Geld. Das ist wenigstens Trostpflaster. Ja, du hast es geschafft. Du hast es gemacht. Wieso hast du Haare auf dem Kopf, hä? Wenn ich da auf dem Bild bin, habe ich keine Haare auf dem Kopf. Ah, komm. Ja, ich gebe dir einen Daumen hoch. Komm hier. Bitte. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal, wir wollen fliegen. Ich möchte fliegen. Wisst ihr nicht, dass ich crazy bin?
Kampfchat, sehr gut. Anzahl der Runden 2, bla bla bla. Fahndungslevel machen wir mal einfach mal ein. Aufholen ein, Einstellungen bestätigen. Und Schnellstart. Mach Logins stolz und rase mit einem Kampfjet ein paar Runden über die Innenstadt von Los Santos und Vinewood. Schlänge dich zwischen Gebäuden und Baustellen hindurch. Pass auf die zwei engen Kehren am Ende, an beiden Enden auf. Ja, das könnte... Ich bin mal gespannt, wie gut er fliegen kann. So, Johnny Striker ist wieder eingeladen, meine Freunde. Aber er traut sich nicht. Und Toto Mago. Und XX, Legate Police X. Oh, noch ein paar andere. Mal gucken, vielleicht nimmt ja doch noch jemand teil. Komm. Schnell. Tretet bei. Ihr habt noch 2 Sekunden, eine. Zu spät. Wir spielen. Zu zweit. Ich glaube, der Gewinn ist wahrscheinlich höher, wenn umso mehr Leute mitmachen, ne? Wenn man dann Erster wird, denke ich mal. So, ups. Fahrzeug P996 Laser. Das sind, glaube ich, die ganz normalen Kampfjets, die man auch auf Militärplatz kriegt. So, meine Wette. Ich kann gar keine Wette platzieren. Okay. Dann los. GTA-Rennen. Business Class. Okay, Waffen sind deaktiviert. Oh, Fahrwerk rein. Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht... Okay, die Waffen sind doch deaktiviert. Aktiviert. Aktimell aktiviert Waffensysteme. Das wäre doch mal eine tolle Werbung, oder? Nicht Boden. Ja, mein Freund. So, komm, wir machen hier noch so ein Showlooping. Ah, ich habe so ein bisschen geübt. Ihr seht, das letzte Mal, wo ich halt ohne die Aufnahme gespielt habe mit dem Kampfjet, da ging es schon richtig gut zur Sache. Es klappt besser. Also das Fliegen klappt auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen besser. Da bin ich mir jetzt schon ein bisschen sicherer drin. Oh. Seht ihr, ohne Probleme meistern wir das. Okay. Wo ist er? Spielt er noch mit? Oder? Ja, ist klar. Einmal hier unter die Brücke. Wow. Runde 2. Ah, er hat Selbstmord begangen. Okay. So, dann schießen wir mal ein paar Raketen ab. Das war knapp. Mal ein bisschen mal Terror in the Town. Nein, da lang. Einmal hier lang, bitte. Okay, das nächste war hier rechts. So eine Kehrtwende. Boah. Das war nicht ohne gerade. Ah, funktioniert doch. Also wenn ich so weit hinten gelegen hätte, ich hätte einfach mal aus Spaß den anderen geärgert und ihn so abgeschossen. Wer weiß, vielleicht macht er das ja. Vielleicht hat er das ja vor, denn er ist ja irgendwo. Und er hat wieder Selbstmord begangen. Okay, das Thema hat sich erledigt. Ganz allein. Oh. Wow. Du bist ja einer. Vor dem Ziel knallt er mich ab. Als wenn er mich gehört hätte. Aber ich kann mich ja nicht ärgern. Ich habe ja gesagt, ich hätte dasselbe getan. Ah, Mist. Jetzt habe ich mich nicht konzentriert. Ich hätte ihn abknallen können. Das mache ich jetzt auch, bevor ich ins Ziel. Ich bin noch Erster. Wo ist er?
Ja, okay. Er versucht es noch zu schaffen. Aber ich fliege jetzt ins Ziel. Wäre lustig, ihn. Eben hätte ich ihn treffen können. Da habe ich falsche Taste gedrückt. Ich drücke mal. Habe mal ab und zu X gedrückt, anstatt zu schießen. Aber egal, es hat ja funktioniert. So, gucken wir uns mit ihm mal an. Okay, ja. Er fliegt ein bisschen hakelig, oder? Tja. Mein Freund, der mit der Glatze hat dich besiegt. Oh nein. Bitte fliege nicht aus dieser Online-Sitzung. Da. Da ist der Glatzengewinner. Hä? Daumen hoch. Das finde ich fair von dir.